Hallo liebe Grillfreunde, hier ist wieder der Rummel von Rummel Grill TV. Heute habe ich hier Aalspieße, Unagi-Spieße. Ich war in der Ostsee, habe mir einen Aal mitgebracht, einen grün, also nicht geräuchert, habe den ausgenommen und auf Spieße gesteckt und japanisch gegrillt. Wie ich das gemacht habe, welche Zutaten, seht ihr, wenn ihr jetzt dran bleibt. Get ready to rumble! Einen frischen grünen Aal. Teriyaki-Soße, Wasabi, Limette und Salz. So, einen grünen Aal. Ich war an der Ostsee, habe mir einen Aal mitgebracht. Der ist jetzt nur ausgenommen. Und jetzt muss der filetiert werden. So, dafür habe ich das Brett vorbereitet. Hier nehme ich Loch drin, habe ich mir bei den Japanern abgeguckt. So, und jetzt geht's zack. Und da wird der Aal fixiert. So, jetzt schneide ich das hier runter. Nummer 1 und jetzt noch den Knochen. So, jetzt muss der Fisch von der Haut und dann gehe ich hier vorne hin und ziehe mir den einfach also für die Leute, die das schon 100-mal gemacht haben, ja, ich bin Anfänger, ich habe mir jetzt also ich habe schon zweimal gemacht, aber eigentlich, ich habe mir im Internet mal 2, 3 Videos dazu angeguckt und das ist meine ja, Vorbildung dazu. Zack. So, alle Knochen raus. Du gehst in die Eisuppe. Jetzt eine Prise Salz, jetzt Teriyaki-Soße. Teriyaki-Soße ist eine süßliche, Art süßliche Sojasoße. Und jetzt mache ich hier noch ein bisschen Wasabi dran. Dann habe ich eine Salzigkeit vom Salz und von der Teriyaki-Soße. Es ist eine Süße dran an der Teriyaki-Soße. Die Schärfe hole ich mir jetzt hier über den Wasabi und für die Säure, weil damit es lecker wird, brauche ich 4S, Süße, Säure, Schärfe, Salz, und für die Säure hole ich mir Limette und die Limette kommt mit auf den Grill, das heißt anschneiden. Und dann grill ich die Limette mit. So, wie kommen die Stücken auf den Grill? Wir schneiden mundgerechte Stücke. Und dann werden sie gespießt mit so einem Doppelspieß, also zwei Spieße, damit sich das Fleisch nicht auf dem Spieß dreht.
So ein bisschen Klugscheißerwissen. Japanisch heißt Aal Unagi. Wenn man in so einem japanischen Restaurant Unagi-Spieße bestellt, dann sollte er sowas bekommen. So. Und das Ganze jetzt. Zack. Das Ganze jetzt mit unserer Marinade marinieren. Und jetzt die Sizzle Zone ein. So, die Sizzle Zone fungiert jetzt als so eine Art Robata-Grill. Robata-Grill ist, das habt ihr vielleicht schon mal gesehen im Fernsehen in Japan, die sehen so ein bisschen aus wie Blumenkästen. Da ist ganz, ganz heiße Kohle drin. Die Binchotan-Kohle aus Steineichen wird die gemacht, wird fürchterlich heiß, glüht richtig weiß. Und da ist so ein Gitter drauf und darauf grillen die ihre Spießchen. Yakitori, wie sie alle heißen, unter anderem aber auch die Unagi-Spieße, sprich Aalspieße. Und sowas versuche ich hier mit der Sizzle Zone und mit diesem Gitter nachzubauen. Also die Sizzle Zone kommt an die Hitze eines Robata-Grills ran. Und ja, was haben die Japaner? Die haben auch nur ein bisschen Gitter oben drauf. Und so werde ich das simulieren. Also es geht hier nicht um das Branding des Rostes, sondern es geht um blanke, heiße Strahlungshitze. So, und jetzt merke ich schon, das ist eine ordentliche Hitze hier drin. Und schon einmal gedreht. Zack. Und gedreht. Und zack. Zack, zack. Und runter. So. So, und die sehen doch aus wie japanische Unagi-Spieße. Ich habe in meinem Leben schon viel Räucherei gegessen und auch in ein oder anderen Restaurant mal gebratenen Ei. Dann habe ich vor Jahren in Düsseldorf, die haben so ein japanisches Viertel, mal so einen Eispieß gegessen und der war schon gut. Aber Herrschaften, der ist besser. Fischig, aber auch schöne Säure, süß, Salzigkeit. Das spürt man so ein bisschen Japan. So, Herrschaften, wem das Video gefallen hat, dem würde ich doch bitten, einen Daumen nach oben, netten Kommentar abzugeben. Ansonsten sage ich, ich bleibe weiter neugierig für euch und für mich natürlich auch. Und
Bis zum nächsten Mal. Wirklich lecker.